Jaha! Und damit wären wir bei der sogenannten Jubiläumsfolge von meinem Oblivion Let's Play. Ja, schon 100 Folgen haben wir jetzt mit dieser hier. Und ich dachte mir, ich möchte euch etwas Spezielles präsentieren für die 100. Folge. Ihr seht schon, das Interface sieht ein bisschen anders aus, also es ist kein Bogen ausgerüstet. Ja, und wenn ich mich hier umdrehe, werdet ihr auch sehen, dass dieses Haus ein bisschen anders eingerichtet ist. Hier haben wir eine Perle und so Zeug liegen. Ja, Leute, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, ich habe es ja auch angekündigt, aber für die Leute, die es nicht gelesen oder gehört haben, ich habe es geschafft, meinen alten Speicherstand, den meines Kriegers, zum Laufen zu bringen. Und ich dachte mir, ich mache euch eine kleine Extrafolge. Und weil ich nämlich vor allem so extrem oft über meinen Krieger rede in meinem Schützen-Let's Play mit Oblivion, in einem Schützendurchlauf, dachte ich mir, zeige ich euch, was ich denn so vor 4 Jahren, als Oblivion rausgekommen ist, auch gezockt habe. Ja, das ist mein Nordkrieger. Und dann dachte ich mir, wir gehen einfach mal so durch, was ich habe, was ich ausgerüstet habe. Als Verteidigung, hier 680 Kilo kann er tragen, also ein richtiges Monster. Und hier nochmal für euch zum Angucken, Stufe 26 ist mein Nord. Also nicht, ich glaube, ich habe ein paar Mal erwähnt, fast 28 habe ich gesagt, aber er ist 26. So, hier nochmal zum Festhalten, denn ich wusste es nicht mehr genau. 445 Leben, Magie natürlich dementsprechend wenig und fast 400 Ausdauer, also schon ein ordentlicher Tank. Klasse Kreuzritter, aber ich habe diese Klasse selbst erstellt. Ich glaube, die gab es auch am Anfang zur Auswahl, aber ich habe in diesem Fall selbst eine Klasse erstellt und die dann Kreuzritter benannt, weil mir die Angaben, die am Anfang zur Auswahl standen, in der vordefinierten Klasse Kreuzritter, mir nicht persönlich so sehr gefallen haben. Ja, als Waffen nehme ich eigentlich immer Umbra mit. Ich laufe immer eigentlich nur mit Umbra rum. Umbra ist so mein Favorit. Ich habe gesehen, in vielen anderen Let's Plays, wenn ich so zwischendrin mal eingeschaltet habe, benutzen viele diese Waffe, dieses fette Ding. Morgenzahn oder wie heißt das? Ja, erhabener Morgenzahn. Und wenn es Abend wird von der Uhrzeit her, verwandelt sich das in Abendzahn und dann kriegt es, glaube ich, so eine lilane Farbe. Und ja, das ist eine ganz nette Waffe. Sie macht auch mehr Schaden als Umbra und sieht auch badass aus. Also richtig ein massives Teil hier. Aber ich ziehe es trotzdem vor. Also hier 27 Base-Schaden und hat 74 Benutzungen, macht noch 13 Feuerschaden. Ist natürlich nicht so stark wie Goldbrand, eine Waffe von einem der Daedra-Streine. Also das ist das Ding, macht noch 22 Punkte Feuerschaden. Das hole ich raus, wenn wirklich harte Kämpfe bevorstehen. Zumindest dachte ich mir das immer. Ich habe diese Waffe nicht einmal aufgeladen und sie hat noch fast volle Benutzungen. Also ihr seht, Umbra hat mir bis jetzt immer voll und ganz gereicht. Das ist eine verzauberte Waffe, die nur Seelenfalle zaubert auf Treffer. Aber ich brauche das Ding nicht wirklich. Hat 33 Brunnenangriff und ich habe eigentlich, ich laufe nur mit Umbra rum. Es ist ein schwarz-weißes Schwert. Sieht sehr elegant aus und ich bevorzuge es einfach dem erhabenen Morgenzahn, weil das einfach extrem klumpig aussieht. Und ich bin nicht so der Fan von Fechtwaffen und solchen Sachen, aber ja, das Schwert ist einfach extrem cool. Dann, ja, das ist das Krieger-Gameplay, einfach metzeln. Und man braucht nicht so viel Skill wie mit dem Bogenschützen. Dann gibt es halt noch diese Extra-Angriffe. Wenn ihr die linke Maustaste gedrückt hält, also rückwärts geht und die linke Maustaste gedrückt hält, oder nach links, oder nach rechts. Gut, die sehen jetzt für euch wahrscheinlich alle mehr oder weniger gleich aus, die Angriffe, wenn ihr nicht so genau hingeguckt habt. Aber die bewirken verschiedene Sachen. So, ich glaube, mit dem Rückwärtslaufen und Schlagen konnte man Gegner entwaffnen, aber verklagt mich nicht, wenn es nicht stimmt. Ich weiß es nicht, ich weiß nur noch, dass der Vorwärtsangriff, dieser Stich, hat eine 5%ige Chance, Gegner zu paralysieren. Und es gibt auch noch verschiedene Faktoren, die dann die Paralysechance beeinflussen. Aber das sind meine Waffen, Rüstung, was selber Verzaubertes, 9 Punkte auf Stärke, eine Daedra-Rüstung, habe ich alle auch selbst benannt natürlich, blutige Stärke, dunkle Gewalt, 10 Punkte Schwertkampf, dunkler Kampfgeist, 10 Punkte auf Schwertkampf, graue Kutte der Nacht, ja, da weil ich die Liebesgilde fertig gemacht habe, eine Halskette des Wasserwandelns, falls ich mal über einen See laufen möchte. Diesen Helm hat man, glaube ich, in der Kriegergilde am Ende bekommen irgendwann. Helm von Orain Bärentatze, sehr praktisch, 10 Geschicklichkeit, 10 Konstitution, gibt gut an Leben was.
Willenskraft, 15 Punkte Stärke, auch extrem nice als Amulett. Handschuhe des Antonarchen, die hat man auch in dem Laden in der Kaiserstadt gesehen, von denen ich mal erzählt habe. Eisenfaust, 25 Punkte Nahkampf, brauche ich nicht wirklich, aber Schaden reflektieren, 33%, extrem mächtig. Ein Drittel allen Schadens wird einfach mal auf den Gegner zurückgeworfen und so bringen sie sich oft selbst um, indem sie auf mich einschlagen. Ring des Krieges, ultra imba der Ring, ich weiß nicht mehr, wo ich den her habe, aber 10 Waffenschmiedpunkte, 10 Athletik, alles okay. Aber dann 10 auf Schwertkampf, 10 auf Blocken, 10 auf stumpfe Waffe, 10 auf Nahkampf, 10 auf schwere Rüstung, also ultra der Kriegerring. Wipernauge, ja, habe ich derzeit nicht ausgerüstet, habe ich aber mal mitgenommen für Magie widerstehen. Dann, übrigens, 85 Verteidigung ist der höchste Verteidigungswert, den man haben kann. Sieht man daran, dass diese Stiefel bringen mir 2 Verteidigung. Ich ziehe sie aus, bin bei 84. Ich ziehe sie an, bin bei 85, obwohl sie mir 2 Punkte geben sollten. Eigentlich wäre ich mit diesen Stiefeln bei 86 Verteidigung. Aber wie man sieht, ich habe das Maximale. Das heißt, noch mehr Verteidigung, noch weniger Schaden können mir die Gegner nicht machen. Akrobatik 15 Punkte, ja, Schwertkampf 15 Punkte, das ist das Krasse an den Stiefeln, 15 auf Schwertkampf. Die Stiefel sind ganz lustig, 50 auf Akrobatik, man kann sehr hoch hüpfen und ein Amulett mit Wasseratmung, sodass ich nicht als Zauber brauche. Und ja, normalerweise habe ich diesen Schild mit 10 auf Schwertkampf, aber diesen Schild stehe ich auch manchmal an, habe ich ein bisschen weniger Verteidigung. Das ist auch von einem Daedra-Schrein, Zauberbrecher, und er hat eine Zauberreflexion von 30%, das heißt, wenn Mobs euch angreifen, und zum Beispiel die Leute aus der mythischen Morgenröte, mit denen ich vor einigen Folgen Probleme mit meinem Bogenschützen hatte, würde ich einfach dieses Ding anziehen und dann würden 30% von diesem Blitzschaden einfach mal zurückreflektiert. Also extrem nice. Ja, dann hier habe ich natürlich so die Dinger, die man zum Tränkebrauen braucht, auf Meister. Und ja, hier aber so ein paar Tränke, Magie wiederherstellen, Lebensenergie wiederherstellen, die habe ich mir alle selbst gemixt. Nichts Besonderes, hier ein paar Reagenzien, hier noch ein Haufen Schlüssel, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier noch ein bisschen was aus der Expansion, kolossaler schwarzer Seelenstein, hier habe ich auch den Skelettschlüssel. Schwarzer Seelenstein, größerer Seelenstein, ja, haufenweise Kram. Okay, Zauber. Ja, habe ich auch ein paar, da will ich nicht großartig drauf eingehen. Ein paar, ja, Schutzzauber, Beschwörungszauber, die ich nie wirklich benutze. Ein Heilzauber, den ich eigentlich auch nie großartig benutze. Last lindern, ja, 50 Punkte, 240 Sekunden, ab und zu, aber eigentlich habe ich immer mehr als genug tragen können. Tödliches Antlitz ist mittlerweile sehr billig geworden. Hier habe ich auch ein bisschen selbst an Zaubern rumprobiert, aber habe die nie wirklich benutzt, weil die ich gekauft habe, ganz okay waren. Hier eine Zusammenfassung von allen Effekten, aber die will ich nicht alle durchgehen, weil ich extrem stark gebufft bin. Natürlich geht's noch mehr, das ist hier bei weitem kein perfekter Char. Aber ich muss sagen, mit diesem Char konnte ich mich so durch so ziemlich alles durchmetzeln. Hier eine kleine Übersicht über die Weltkarte. Ja, ganz schön assi, wenn ihr euch das anguckt hier. Ja, also ich habe nicht wirklich Witze gemacht, wenn ich meinte, dass wenn ich zum Beispiel, wenn es gesagt wurde, okay, die Quest hier, Festung Sutsch für die Dunkle Bruderschaft, Quest sagt, geht dahin. Ich gehe also nach Norden auf dem Weg zu Festung Sutsch, sehe, hier ist eine Höhle, gehe rein, sehe, aha, Herberge, aha, Räuberlager, aha, Höhle, aha, 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 oh, in der Ferne sehe ich noch hier was, aha, aha, und sammle alles ein, was ich noch nebenbei sehe, dann hier unten. Ich habe auch viele Gebiete, zum Beispiel das hier, glaube ich, random abgesucht, also einfach mal kreuz und quer durch die Gegend geritten, habe aber nichts Zusätzliches gefunden. Vielleicht habe ich auch ein paar Sachen übersehen, kann gut sein. Ich habe es jetzt nicht so ernst genommen, das Spiel auf 100% zu machen, aber ich habe trotzdem sehr viele Sachen besucht, die mir so begegnet sind. Also hier zwischen den Städten, man sieht hier immer wieder hier und hier haufenweise Orte, die ich zwischen den Städten hier explored habe. Hier eine Weile lang wieder nichts, wahrscheinlich nicht so ordentlich gewesen. Hier, hauptsächlich neben dem Weg, sind sehr viele Sachen erkundet, weil ich die Wege auch abgelaufen habe. Hier alles voll, hier haben wir noch ein paar Sachen, ein paar Höhlen. Hier haben wir noch ein paar Ruinen. Ich weiß nicht, ob ich jemals hierhin Telemann für eine Quest musste, aber das habe ich auch. Hier haben wir noch mehr und noch mehr. Hier ist wieder eher ein bisschen leer, dann hier wieder alles ein bisschen dichter. Hier habe ich sogar ein paar Sachen, von denen mir NPCs erzählt haben, die ich aber nie selbst besucht habe. Das war so ein Punkt, da bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich mir echt dachte, boah, dieses Spiel hat so wahnsinnig viel zu bieten. Ich muss echt nicht hundertprozentig alles machen, denn das wird echt viel.
Aber ich habe trotzdem ordentlich die Karte gut bespickt mit allen möglichen Dungeons und Ruinen und Räuberlagern und Höhlen und alles Mögliche. Ja, abgeschlossene Quests, ja, bringt mir jetzt nicht sehr viel. Laufende Missionen habe ich noch ein paar, nicht mehr so viele. Ja, Arena halt, weil man das wöchentlich macht. Dingens, wie heißen die Kerle? Dunkle Bruderschaft kann man auch wöchentlich machen, wenn man denn Lust drauf hätte. Gut, das war das dazu und das dazu. Dann gucken wir uns noch ein bisschen meine Stats an. Ich weiß nicht, wie lang dieser Part wird. Ich will eigentlich nicht mit meinem Krieger rumlaufen und noch irgendwelche Monster metzeln. Das ist eigentlich langweilig, aber wenn noch Zeit ist, hängen wir das vielleicht dran. Stärke bei 136, Intelligenz 72, erstaunlich hoch dafür, dass es eigentlich ein Krieger ist. Habe ich hauptsächlich hochgemacht, um ordentlich eine Mana-Base zu haben. Und hauptsächlich auch noch hochgeskillt, weil ich Alchemie hochgeskillt habe und dadurch einen guten, dicken Bonus bekommen habe auf Intelligenz. Willenskraft, ja, durch Items hauptsächlich Boni. Hier noch ein Punkte da. Konstitution hauptsächlich noch. Hauptsächlich halt auf Stärke und Konstitution, logisch. Um viel Leben zu kriegen, um richtig ein dicker Tank zu sein. Charisma und Glück auch noch ordentlich oben. Bin sehr zufrieden mit den Werten. Selbst nach so einer langen Zeit und ich habe noch viele andere Charaktere von anderen Leuten gesehen, die wirklich kein Leben haben. Aber das finde ich auch schon sehr gut. Athletik 94, fast gemaxt. Obwohl ich denke, eigentlich habe ich 84 und durch Items komme ich auf 94. Schwertkampf habe ich natürlich auf 100. Und durch die Items komme ich auf 157. Also richtig eine derbe Waffe. Die übelst, also alle Waffen, die ich habe als Schwerter, hauen übelst rein. Stumpfe Waffe habe ich eine Weile lang trainiert, aber nie wirklich sehr hoch. Schwere Rüstung habe ich auf 120, kriege also auch richtig derbe Boni. Geht natürlich immer besser, aber ich habe mich hauptsächlich auf Schwertkampf und den Schaden konzentriert, um möglichst gemütlich durchzukommen. Zerstörung und Wiederherstellung. Zerstörung habe ich nie trainiert, total unnötig. Wiederherstellung nur nebenbei beim Heilzauber wirken. Nahkampf auch nie wirklich trainiert, aber die anderen Sachen. Athletik unter den Hauptfertigkeiten, das war ein bisschen dumm von mir, weil ich am Anfang nicht so viel Ahnung von Oblivion hatte und vom Stufenaufsteigerungssystem. Aber Athletik haben wir da auch noch reingepfiffen und dadurch bin ich auch unter anderem bis auf Stufe 26 gekommen. Und obwohl Athletik drin war und ich schnell gestiegen bin, kam ich trotzdem mit allen Gegnern super zurecht, weil ich eben so bufft bin mit Schwertkampf und alles. Waffenschmied habe ich auch auf 100, mit irgendeinem Item auf 110. Alchemie habe ich natürlich auch auf 100 trainiert, auf das Maximum. Illusion 65 kam von dem Unsichtbarkeitszauber. Ja, Akrobatik habe ich nicht so besonders hoch, ja, der Rest ist so, meh. Sicherheit 87, aber das wurde dann auch irgendwann total egal, weil durch den Skelettschlüssel kann man sowieso alles knacken und ja. Meine Fraktion, Diebesgilde, Graufuchs, also komplett abgeschlossen. Die Klingen... Also dort, wo man, um den Kaiser zu beschützen, reingeladen wird. Ich weiß nicht, ob das der höchste Rang ist oder ob man da überhaupt großartig steigen kann. Jedenfalls bin ich Ritterbruder. Orden des tugendhaften Blutes war auch so eine kleine Nebengilde, in die ich reingekommen bin. Da kann man auch nicht großartig aufsteigen. Ritter des Weißen Hengstes, da bin ich fahrender Ritter. War auch so eine kleinere Fraktion, in die man nebenbei rein kann. Kämpfergilde, natürlich der höchste Rang, Meister, Arena natürlich Großmeister, Dunkle Bruderschaft auch abgeschlossen, Ritter des Dornenordens, Ehrenritter, ich weiß nicht, ob das was Besonderes ist, wahrscheinlich auch eine Gilde mit nur einem Rang, ist mir auch Wurst, Magiergilde natürlich auch komplett abgeschlossen, Orden des Drachens, Cyrodiilmeister, ich glaube, das hat man bekommen, wenn man die Hauptstory abgeschlossen hat, bin mir aber nicht ganz sicher, auf jeden Fall auch der höchste Rang, Hof des Wahnsinns ist von der Erweiterung Warngott, sprich der höchste Rang. Also auch alles abgeschlossen. So, mal kurz ein bisschen gehustet. Aber jetzt geht das wieder. Meine Fresse, bin ich jetzt viel am Quatschen und wir sind schon bei fast 15 Minuten. Kaum zu glauben, dass ich jetzt schon 15 Minuten quatsche. Ich hoffe, ich langweile euch nicht, weil wir eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit am selben Screen sind. Verstrichene Tage 250, 190 Quests fast beendet. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, haufenweise Zeug haben wir hier. Ja, Infamie, ich habe, obwohl ich die Diebesgilde und die Dunkle Bruderschaft beendet habe, habe ich eine Infamie von nur 39, bei meinem Bogenschützen habe ich derzeit 31, also die steigt nicht mehr so großartig. Und Ruhm 141, also dick, richtig dick. Mit der Kämpfergilde steigert man auch sehr schnell seinen Ruhm und mit der Magiergilde. Tage in Haft 2, nicht besonders lang. Ja, gestohlene Gegenstände 1070 durch die Diebesgilde ist es enorm in die hohe Höhe geschossen.
Höchstes Kopfgeld 1500, weil wenn ich Höheres hatte, habe ich eigentlich immer geladen, weil ich nicht irgendwelche großartigen Kopfgelder auf mir haben wollte. Gestohlene Pferde eines, ich musste irgendwann mal eines klauen, weil das Pferd von der dunklen Bruderschaft ist mir gestorben. Getötete Kreaturen 1900, getötete Personen fast 900, also ich habe fast 3000 Viecher gekillt. Wahnsinn, geknackte Schlösser 470 fast. Gefangene Seelen, nur 10. Also wie ihr seht, ich habe nie wirklich was davon gehalten, die Waffen aufzuladen, mit denen man kämpft, weil viele sagen ja, wenn du deinen Schaden maximieren willst, musst du deine Waffe verzaubern und Ultra der Krieger werden, damit du alle wegblasen kannst. Mach dir ein Schwert, was von jedem Element 20 Schaden macht, dann machst du mit jedem Schlag fast 100 Schaden. Wisst ihr was? Ich benutze nur mein Umbra, das hat Style, das ist geil und mein Schwert, meine Schwertkampffähigkeit ist fast auf 160, ich habe alles weggeblasen, ohne Verzauberungen, ich habe keine Probleme gehabt, ich habe alles in Grund und Boden gestampft, im wahrsten Sinne des Wortes, also all die Leute, die immer Tipps geben und verzauber dies und verzauber das und oh mein Gott und bitte und nur so kommst du gut voran, nein, mit einem Krieger bei Oblivion haust du alles weg. Wenn du deine Ausrüstung einigermaßen gut verzauberst. Mit Schwertkampf, Stärke, Blocken und mehr brauchst du auch nicht. Du musst nicht immer Elementarverzauberung auf deinen Waffen haben, das geht schon. Geschlossene Oblivion-Tore 10 habe ich nie so besonders viele gemacht. Eher die Random-Höhlen, die ganzen anderen Quests. Tage als Vampir hatte ich ein paar, aber dann habe ich wieder geladen und das gelassen, weil ich fand das Gameplay als Vampir ziemlich blöd. Erzählte Witze, ich habe Witze erzählt, das weiß ich nicht mal mehr. 90 Nierenwurz gefunden, ja, 38. Habe ich auch nie so besonders gesucht. Ja, das war das dazu. Und was euch vielleicht noch interessieren könnte, die Frisur. Oh, shit. Ja, ich weiß nicht, warum ich die lila, obwohl, nee, eigentlich eher hellblau gemacht habe. Vielleicht, um damit es zu den Augen passt, aber ich sehe echt aus mit der weichen Haut wie ein letztes Weichei. Das ist unglaublich. Oder wie der letzte Punk als Nord. Aber es geht, ich habe es eigentlich schlimmer in Erinnerung. Ich hatte es irgendwie lila in Erinnerung. Ja, aber das ist mein Krieger. Also richtig übelst die Maschine. Ich will diesen Part nicht zu lang machen, ist zwar ein Special Part, aber vielleicht sollten wir noch ein bisschen rumlaufen. Mal gucken, was die anderen Leute, die draußen unterwegs sind, so zu uns sagen. Ich weiß jetzt auch nicht, was ihr als Special-Video erwartet habt für die 100. Folge. Ich hoffe nicht, dass ich alles niedermetzel und niederringe ohne Ende. Weil mein Schaden ist ganz gut. Ich hau sie natürlich nicht locker mit ein, zwei Hits weg, weil ich wie gesagt keine Omba-Waffen habe, aber mir machen sie auch nicht großartig Schaden. Die Beute. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Ja, die sagt mir nichts Besonderes. Schauen wir mal, ob uns irgendjemand was sagt. Einen wunderschönen... Neulich sah ich Irene Metrick. Sie sprach. Ja, das weiß nichts Besonderes. Schönen Tag. Finzias hat den. Na. Schatten mögen euch verbergen. Genau, das sagen die zum Beispiel, wenn man in der dunklen Bruderschaft. Nee, Quatsch, in der Diebesgilde da was beendet hat. Denke ich zumindest mal. Dann sagen andere Mitglieder immer: Schatten mögen euch verbergen. Ja, das ist mein Krieger, Leute. So sieht's aus. Das bin ich. Das habe ich erreicht damals. Dann noch der schöne Unsichtbarkeitszauber. Auch alles Standard. Und falls ihr euch fragt, was diese anderen beiden Zauber sind, rechts oben in der Ecke, das sind Buffs, die man sich holen kann in der Kaiserstadt, wenn man die Hauptquest beendet hat und dann mit dem einen Schrein spricht. Ich weiß nicht mehr genau, welche Buffs das waren. Segen der Mutter, bla bla bla. Keine Ahnung mehr. Da müsste ich nochmal genauer gucken. Vielleicht finden wir es. Ah ja, Akatoshs Segen. Genau, das war das hier. Festigen Charisma 25 Punkte, festigen Glück 25 Punkte. Deswegen waren auch die zwei Werte auf über 70. Ja, und. Ich höre euch bei den Halt! Halt, haltet ein. Der Festnahme widersetzen. Ja, vielleicht können wir noch ein bisschen Spaß haben. Und soweit ich mich noch erinnern kann. Angst haben? Genau, so ging das schön mit Blocken und so. Ein bisschen. Eigentlich, wenn man die feste Attacke macht, dann habe ich fast nur noch diese Stichattacke gemacht. Weil die eben eine Chance hat, den Gegner zu paralysieren. Na, komm hoch. Na, kommst du? Ich möchte natürlich jetzt auch nicht die gesamte Kaiserstadt auf mich ziehen.
Oh, was ist das denn? Ach, leichte Rüstung hat sich sogar verbessert auf 25. Hey. Auch nicht schlecht. Das liegt daran, ich hatte die leichte Rüstung ja auf 24. Und ja. Ja, tot. Ich habe kaum Leben verloren, obwohl ich auf Level 26 bin. Und wär hier jemand aus der Diebesgilde in der Nähe? Vielleicht kann ich euch das noch zeigen. Moment. Wenn nämlich Leute aus der Diebesgilde in der Nähe sind, dann greifen sie mit an. Ich weiß nicht, ob es auch bei anderen Gilden so ist. Ob dann irgendwelche Gildenmitglieder noch nebenbei zusätzlich mit eingreifen. Aber mit der Diebesgilde ist das so. Ich weiß nicht, bei wem ich das jetzt wirklich zeigen kann. Ohne, dass mir die Leute wegrennen. Wie geht es euch? Ja, aber wie ihr seht, die Stadtwache war kein großartiges Problem. Hier eine einzige Heilung. Das ist eine mittlere Heilung. Die heilt 25 Punkte und ich bin wieder voll. Also, pff. Ich sehe, ihr seid auch ein Anhänger des Kreuzes. One-Hit erledigt. Ja, so ist das. Ein Hit erledigt und ich wundere mich, dass ich noch nicht aus der Diebesgilde gerade eben rausgeflogen bin. Aber ihr habt ja gehört, dass er gemeint hat, wir wären Anhänger des Graufuchses. Ah ja, jetzt, ich habe jemanden erledigt und Blutpreis gezahlt. Ich werde sicher ausgeschlossen. Ja, aber das ist ja Wurst, wir spielen den hier sowieso nicht mehr. Und falls ihr euch gewundert habt, warum bei meinen Speicherpunkten meines Bogenschützen, weil wir schon bei Speicherpunkt 1800 sind, falls ihr so aufmerksam wart und das gesehen habt, das liegt daran, dass ich mit meinem Krieger bei Speicherpunkt 1797 war. Ich habe ziemlich oft gespeichert und ohne Schnellspeicherpunkte, weil ich habe selbst gespeichert, wenn ich mir Weg sparen wollte und nicht nochmal den ganzen Weg gehen wollte. Aber ja, mittlerweile muss ich sagen, war das mein Krieger. Ihr habt alles gesehen. Also ich denke zumindest, ihr habt alles gesehen, mein schönes Umbra. Bei einem der Data-Schreine wird auch verlangt, dass man Umbra findet und Umbra abgibt für eine Maske, für einen Helm, der ein bisschen zu Charisma gibt. Aber natürlich habe ich das nicht gemacht. Die Quest kann trotzdem beendet werden, wenn man es nicht abgibt. Und ich habe Umbra behalten. Sehr stylisches Schwert. Gab es auch schon bei Morrowind übrigens. Also dieses Schwert wurde einfach übernommen. Und ich finde es extrem geil. Keine besonderen Verzauberungen, aber sehr stylisch. Und wie ihr seht, kann man sich auch so problemlos durch die Gegner metzeln. Und Banditen mit Vulkanglasrüstung oder Marodeure mit Daedra-Rüstung in Höhlen, alles kein Problem mit dem Ding. Dauert vielleicht ein bisschen länger, aber ich muss sagen, Ombacha. Ja, das war's erstmal. Mir ist auch egal, falls ihr bessere Chars habt. Postet es in die Comments, wenn ihr mit eurer Ausrüstung angeben wollt. Ich werde wahrscheinlich eh nichts damit anfangen können und den Char spiele ich sowieso nicht mehr. Ja. Das war's, Leute. Das war mein Krieger. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh, da kommt ein Stadtwache. Die machen wir noch fertig. Haltet auf der. Das scheint sogar irgendein Chef zu sein. Hey. Aua. Ich frag mich wieder, wie das Entwaffnen ging. War das rechts und schlagen oder nach hinten und schlagen? Weiß es gar nicht mehr. Also ihr seht sogar der Kerl in der super shiny Rüstung kann es nicht mehr schon anhaben. Meine Ausdauer ist natürlich jetzt nicht so von außerordentlichen Eltern. Von außerordentlichen Eltern. Ja, der ist jetzt auch erledigt. Silber, Ausrüstung. Oh, schade. Die wunderschöne Rüstung kann man nicht looten. Ein Healspell. Ah, nee, zwei Healspells. Egal. Ja, das war's auch schon. Ach, was ich euch vielleicht noch zeigen könnte hier so nebenbei. Ihr seht vielleicht, dass die maximale Reparatur ist 125. Ich weiß nicht immer wann. Ich weiß nicht, ob erst mit Meister oder schon als Journeyman, also der Rang davor mit 75 Skill, kann man auf jeden Fall seine Sachen auch bis auf 125 Haltbarkeit reparieren. Und dann machen die natürlich mehr Schutz oder haben mehr Angriff und es reicht ein Reparaturhammer. Das heißt, man verbraucht keine Reparaturhammer mehr, wenn man repariert. Extrem nützlich, extrem praktisch. Ja, falls ihr noch Fragen habt zu irgendwelchen Items, die ihr vielleicht in meinem Inventar gesehen habt, nur zu, fragt ruhig und ich werde versuchen, sie euch zu beantworten. Ja, das war erstmal mein Krieger. Vielleicht werden wir irgendwann mal zurückkehren, ein paar Höhlen ausräumen. Ich glaube eher nicht. In einem Livestream wäre das eine Idee. Das ist sogar eine sehr gute Idee, fällt mir ein. Oh, ist die Folge schon fast eine halbe Stunde lang. Ich glaube, so, ich werde das auch dabei belassen. Ja, in einem Livestream werden wir, denke ich mal, mit dem Krieger ein bisschen rumlaufen, wenn ihr wollt. Und dann können wir vielleicht ein paar Höhlen ausräumen, damit ihr seht, was die Mobs so drauf haben, wenn man fast Stufe 30 ist. 26. Ah, und jetzt seht ihr, es wird langsam Abend. Genau, 6 Uhr nachmittags, da wird es abends. Und wenn ihr jetzt auf die linke obere Bildschirmecke geguckt habt, habt ihr gesehen, dass
Genau, das, was ich am Anfang erzählt habe. Das Morgenzahn wurde mit Abendzahn ersetzt, die blaue Variante. Ich finde auch die Spiegelung in der Mitte sehr hübsch. Auch wenn es irgendwas anderes spiegelt und nicht den eigentlichen, nicht die eigentliche Landschaft. Sieht aber trotzdem sehr, sehr hübsch aus auf jeden Fall. Nur ist mir sehr klobig. Sieht auch auf jeden Fall badass aus. Ich meine, hier so Zähne, yeah, Klinge und Schlangen und huah, geiler Scheiß mit Edelstein in der Mitte. Aber Umbra, mein liebes Umbra. Ich habe schon Umbra bei Morrowind getragen und ich finde Umbra einfach saugeil. Ich weiß nicht, was es ist. Wahrscheinlich, weil sie so schön elegant ist. Und wie ihr seht, kann ich auch so ganz gut die Leute platt machen ohne Umbra und ohne, dass ich irgendwelche Waffen ständig neu aufladen oder super verzaubern muss. Ja gut, ich will jetzt schon zum dritten Mal Schluss machen oder so. Jetzt war's das aber auch endlich mal. Das war meine 100. Folge Oblivion. Ich hoffe, ihr habt noch weiterhin viel Spaß mit Oblivion und wir sehen uns in der nächsten Folge mit meinem Bogenschützen wieder. Ja, bis dann Leute, wir sehen uns. Ich bin Stone und ich bin draußen. Halt! Glaubt ihr etwa, ich wäre schon fertig gewesen? Ja, ich wollte ja eigentlich schon Schluss machen. Ich geb's ja zu. Oh, Leute, aber ich hab vergessen, euch noch was zu zeigen. Mann! Ja, was war das? Nein, Quatsch. Ich habe ja euch gesagt, dass ich hier mein Häuschen in der Kaiserstadt als kleinen Aufbewahrungsort für Questgegenstände und alles Mögliche benutzt habe. Und dann, ich habe euch jetzt gar nicht die Gegenstände gezeigt, also nur im Kurzdurchlauf. Ich will nur noch kurz nochmal was dranhängen. Hier habe ich ein bisschen Alchemiezeug rumhängen. Keine Ahnung, warum ich noch die ganzen Mörsel und Stößel habe. Vielleicht als Reserve, obwohl die ja eigentlich nicht kaputt gehen. Keine Ahnung. Auch egal. So, ich habe mir auch angewohnt, irgendwann zu jeder Reagenzie, die ich finde, ein Exemplar zu behalten. So dass man sich einfach mal angucken kann, was für eine große Vielfalt an verschiedenen Reagenzien Oblivion zu bieten hat. Ich bin mir sehr sicher, dass das trotzdem nicht 100% aller Reagenzien sind. Das sind einfach die, die mir über den Weg gelaufen sind. Und naja, das alles, was ihr hier seht, sind so alle Reagenzien, die mir irgendwann mal über den Weg gelaufen sind. Ihr könnt ja, wenn ihr Lust habt, das Video anhalten an bestimmten Stellen und euch mal angucken, was die verschiedenen Reagenzien so können. Dann hier noch, ja, Esszimmerbereich, Küchenbereich, so die ganzen Sachen. Hier ein paar Siegelsteine, aber nichts Großartiges. Also das sind so die Siegelsteine, die ich nie benutzt habe, weil sie nichts Besonderes können. Ein paar Valasteine, Elknidsteine, ja, ein bisschen Wahnsinnserz und Bernstein, womit man in der Erweiterung schmieden kann. Aber sonst hier nichts Besonderes. Auch hier waren meine ganzen Klamotten, ein paar Ebenerz, Diamantring, so teure Ringe habe ich gerne immer mitgenommen. Auch als Reserve zum Verzaubern. Hier nochmal ein paar Unix, sage ich schon, wie bei Diablo. Nein, ein paar verzauberte Ringe. Darunter auch so ein Ring, der auch von den Daedra-Schreien kommt. Ja, da könnt ihr auch mal pausieren, wenn ihr daran interessiert seid. Das sind auch ein paar nette Sachen, so wie hier. Reflektieren und Reflexion. Ja, sehr nette Sachen dabei. Hier Aleidenkrone von Lindai. Das war auch irgendein besonderes Ding aus irgendeiner Ruine. Keine Ahnung mehr, woher ich das habe. Generell von den meisten Sachen weiß ich nicht mal, wo ich sie her habe, also fragt nicht. Benutzt Google oder was auch immer. Hier mal nochmal noch ein paar Büchlein, die ganzen Befehlsübergabepunkte der dunklen Bruderschaft. Alles noch drin, alles noch dabei, nichts weggeschmissen. Ein paar Bücher, von denen ich dachte, dass sie interessant wären, sind auch noch alle dabei. Die Bücher habe ich nie wirklich aufgeräumt. Ganzen Haufen. Ein Haufen Schlüssel, die ich nie wieder benutzt habe, alles hier abgelegt. Das sind wirklich extrem viele Schlüssel. Und ich habe ja schon so, bei meinem Krieger trage ich viele Schlüssel rum. Und hier ist meine Diamanten- und Edelsteinsammlung, die ich so ein bisschen mal gesammelt habe. Natürlich nicht alle, die ich gefunden habe. Ich habe die auch regelmäßig verkauft, aber so ein paar habe ich aufgehoben. Diamanten, makellose Diamanten, Rubine, Saphire, alles Mögliche. Hauptsache, schön shiny. Und meine Waffenkiste. Ja, und falls ihr es noch nicht bemerkt habt, ich habe 356.000 Goldmünzen. Keine Ahnung, ob das viel ist, aber im Vergleich zu meinem Bogenschützen. Und ich habe mir fast alle Häuser in allen Städten gekauft und habe mir sogar tatsächlich alle Häuser gekauft und alle aufgewertet und habe trotzdem noch so viel Kohle. Also, ja.
Und ich habe nicht nur Questbelohnungen und Erinnerungsstücke hier reingelegt, sondern auch generell, glaube ich, habe ich damals von jeder Waffenart und von jedem Material ein Stück gesammelt. Also ich habe wirklich alles gesammelt. Kombo-Klinge, ja, seht ihr, das war so... Das ist ein einhändiges Langschwert, das ist ein, wie heißt das, Vulkanglas, aus Vulkanglas, also nicht das beste Material, aber das war so mein Versuch, eine Ultrawaffe herzustellen, 15 Eisschaden, 14 Blitzschaden, 10 Feuerschaden, also haut schon extrem gut rein, hat halt nur, habe ich auch ein paar Mal sogar benutzt, mal zum Test, und hat insgesamt voll aufgeladen, mal 3, ja, 21 Benutzungen, 20 Benutzungen so, also jetzt nicht ultra viele Benutzungen, aber im Notfall kann man sich damit gut durchmetzeln, aber wie gesagt, abgelegt, weil ich sowieso nicht brauche. Hier die ganze Daedra-Ausrüstung, falls ihr mal gucken wollt, wie viel die Sachen an Angriff haben, wenn man sie vollständig repariert hat, bis auf 125 Sekunden. Sekunden, Haltbarkeit meine ich natürlich. Ich sag hier schon Sekunden, weil ich langsam in Zeitdruck bin, weil ich nicht will, dass die Folge ultra lange wird. Das reicht auch nämlich so langsam. Dann noch ein paar verschiedene Pfeilarten. Die machen natürlich jetzt nicht so viel Schaden wie bei meinem Bogenschützen sonst, weil mein Schützenskill nicht besonders hoch ist. Elfenausrüstung komplett, Ebenholzbogen. Hier noch ein paar verzauberte Äxte. Keine Ahnung, warum ich die hier dabei habe. Wahrscheinlich wollte ich mal stumpfe Waffen trainieren, hab's aber nie gemacht. Ja, Sachen, die wir hier kennen. Mankaka Morans Stab. Hm, von wem könnte das sein? Und wie könnte ich das bekommen haben? Das werden wir noch sehen in der Hauptstory. Leidensdorn, Mattweinklinge. Etwas immer noch hier... Ja, die Sachen von der Erweiterung sind halt immer noch falsch abgekürzt, weil mein Deutsch-Übersetzungsmod, den ich installiert habe, der übernimmt halt eben nicht die Sachen aus der Erweiterung. Oder zumindest nicht alle. Nervtöter. Auch ein geiler Waffenname. Ja, dann haben wir hier noch ein paar Bögen, noch ein paar Pfeile. Wie gesagt, ihr könnt das Video einfach pausieren, wenn ihr euch genauer angucken wollt, was wir sagen. Ich habe hier Vollendung, dieses Hämmerchen, von dem ich auch in meinem richtigen Let's Play geredet habe. Vulkanglaspfeile. Und wir sind erst bei der Hälfte. Ich glaube, ich muss ein bisschen schneller durchscrollen. Wir sind schon bei über einer halben Stunde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier meine ersten Waffen. Blutige Stärke, blutige Treffsicherheit habe ich irgendwann ausgewechselt gegen die dunkleren Rüstungsteile. Das sind alles hier Daedra-Rüstungen. Eieieiei, noch mehr Daedra, noch mehr Daedra. Daedra-Rohlinge habe ich hier noch. Diadem der Euphorie. Keine Ahnung mehr, was das war, aber es sieht ziemlich nice aus, wie eine Krone. Das war auch mein erster Schild, die Mauer. Mein erster selbstverzauberter Schild, den habe ich dann gewechselt gegen einen aus Schwarzstahl. Oder wie das hieß, weiß ich nicht mehr. Das ist auf jeden Fall, was ich euch gezeigt habe, was ich schon anhabe. Drachenpanzer. Oh ja, das war auch irgendeine extra Quest. Das mit der Drachenrüstung, Drachenpanzer, aber ist, naja, ist schwere Rüstung und trotzdem ziemlich crap. Ich glaube, hat man am Ende der Hauptstory gekriegt, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ein bisschen Ebenerzzeug, hier von der dunklen Bruderschaft, bisschen Elfenausrüstung, leichte Rüstung. Hier noch ein paar extra Rüstungen. Feder 100 Punkte auf sich selbst, alles klar. Ja, Gewand des Wurmkönigs, wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich das her habe. Keine Ahnung. Goldene Stärke, ja, weil es eben erzbrustanisch ist, habe ich auch mal eine Weile lang getragen, hat aber nur 19 Rüstung. Und mittlerweile hat mein Ding ja um die 30. Hier noch ein paar Haut, ja, ein paar Häute. Nein, Haut des Retters, Helme, Kapuze, Mankakomorans Gewand, Ordnungspriestergewand, das hat man auch in der Erweiterung bekommen. Ring des Sonnenfeuers, wieder Zauberreflexion. Ich glaube, ich könnte auch Zauberreflexion auf 50% bringen oder mehr. Mit den ganzen Sachen, die ich hier noch rumgammeln habe. Ich habe ja noch zwei Ringe und alles. Schild des Spiegels, nochmal Zauberreflexion. Vulkanglas, wilde Handschuhe, 50 starke Heiltränke im Vorrat. Das ist auch, also, 50 starke Heiltränke. Ich habe sogar immer zu viel bei mir getragen. Dann habe ich die irgendwann angefangen abzulegen, weil ein halber Kilo so ein Ding wiegt. Hier noch ein paar Matrixen, wenn man zum Beispiel eine Bernsteinpfeil-Matrix abgibt bei einem der Schmiede in der Erweiterung, im Erweiterungspack, in der Wahnsinnswelt, dann kann man sich ab dann immer in diesem Fall Bernsteinpfeile machen lassen. Zumindest war das, was ich mir noch davon erinnere. Und ich habe hier noch ein Belohnungsgemälde. Das ist die Questbelohnung von einer meiner absoluten Lieblingsquests in diesem Spiel. Und die werde ich mit meinem Schützen euch auch noch vorstellen, garantiert. So,
Jetzt sind wir aber wahrscheinlich schon bei fast 40 Minuten von diesem Special-Video und ich bin echt nur rumgelaufen und habe geschwätzt wie ein Wahnsinniger. Aber das war's jetzt aber wirklich. Jetzt habe ich euch auch alles gezeigt, was ich hier so immer aufbewahre und was hier noch so bei mir in den Kisten rumgammelt. Und jetzt habe ich euch wirklich alles von meinem Krieger gezeigt. Und das wird es jetzt auch erstmal gewesen sein. Und jetzt bin ich auch wirklich draußen. Tschüss, Leute.